Imari schreibt uns, meine Karriere steht auf dem Spiel. Sie macht Musik. Diese Person war schon mal in eurer Sendung. Du meinst jemanden, den ich mal als Catfish entlarvt habe? Ja. Echt? Die Seite gibt's schon 7 Jahre. Viele Leute sind seit Jahren hinter dir her. Wir müssen klären, wer das ist. Es könnte im Prinzip jeder sein. Ich pack das noch nicht. Hey. Du bist das? Ey, yo. Kamala, hey. Kamala, bitte. Vielen Dank. Joe und Kamala schauen sicher auch unsere Sendung. Na klar. Vieles, was Joe Biden und Kamala Harris machen, erinnert mich an unsere Arbeit hier. Die Wahrheit suchen, Leute zur Rechenschaft ziehen. Zusammenhalt. Ja, den Zusammenhalt fördern. Wir sind so eine Art Hilfs-Sheriffs. Absolut, und würden auch im Weißen Haus drehen, wenn Covid nicht wäre. Dann schauen wir jetzt doch mal in die Mail. Hier schreibt uns eine Imari. Meine Karriere steht auf dem Spiel. Okay, sie macht Musik oder Pornos? Dear Neve and Cammy, my name is. Ich heiße Imari, bin 22 und lebe als Singer-Songwriterin in Ohio. Vor 3 Monaten habe ich eine Rapperin angeschrieben, die ein echtes Vorbild für mich ist. Erst wollte ich nur so ein bisschen mit ihr chatten, aber wir haben uns gleich so gut verstanden, dass wir nun täglich schreiben. Ich sollte ihr sogar meine Musik schicken. Sie hat reingehört und will nun was mit mir aufnehmen. Das fände ich mega. Ich habe mich echt gefreut nach. Rate mal, wo diese Rapperin / möglicher Catfish wohnt. Atlanta. Atlanta. Irgendwas stimmt da aber nicht und ich weiß nicht, ob ich hinfliegen soll. Sie will weder Videochatten noch telefonieren. Zudem hat sie eine dubiose Vergangenheit. Ich weiß, dass sie schon früher Leute getäuscht hat. Weil sie in eurer Sendung war. Das darf nicht wahr sein. Darum schreibe ich euch. Ihr seid wahrscheinlich die Einzigen, die mir helfen können, die Wahrheit zu erfahren. Meine Musikkarriere steht auf dem Spiel. Bitte meldet euch. Gleich vorweg, das kann nicht gut gehen. Sie lässt sich bewusst auf einen Catfish ein? Ich schreibe ihr. Haben deine Mail gelesen und haben viele Fragen. Lass uns zoomen. Moment, eine Rapperin, die in der Sendung war. Ihr wart doch mal in einem Aufnahmestudio, oder? Aber das war ein Typ. Kurt Cole war das. Oder catfischt jemand Imari, indem diese Person vorgibt, ein Catfish zu sein? Sehr verwirrend. Ich blick's nicht. Hey! Du siehst umwerfend aus. Du aber auch. Deine Haare würde ich mir sofort copy-pasten. Du wohnst in Ohio, korrekt? In Columbus, ja. Geht was in Ohios Musikszene? Könnte mehr sein. Wir haben nur ein paar Stars hier. Ich stamme aus Cleveland. Alles ist möglich. Unbedingt. Halt mal, genug Smalltalk. Wenn ich deine Mail richtig verstehe, geht es um eine Person, die ich in der Sendung als Catfish entlarvt habe. Ja. Jetzt versucht sie es bei dir, obwohl ihr dieser Ruf bereits vorauseilt. Erzähl uns alles. Sie war auch schon in 106 in Park. Das ist so eine R&B-Hip-Hop-Show, die es früher gab. Das haben wir, als ich kleine war, morgens immer alle vor der Schule geguckt. Ich komme immer noch nicht drauf. 106 in Park lief bis 2014. Das heißt, bei deinem Alter muss das jemand aus dieser Bow-Wow-Folge gewesen sein. Du Angeber! Es kann nur Deep Pimpin' oder Kiana sein. It's Deep Pimpin'. Oh! Ich mag Hetero-Mädels, da muss ich mich mehr ins Zeug legen. Das letzte Mal habe ich die Pimpin für ein Special von Catfish getroffen. Da erzählte sie, dass sie überfallen und angeschossen worden war. Voll erwischt mit einem 45er Kaliber. Die Kugel ging hier rein und da raus. Was wollte man von dir? Die wollten mich ausrauben, mein Geld, meine Ketten. Sie hat es überlebt, aber ich wusste nicht, dass sie immer noch rappt. Wie bist du an sie geraten? Ich habe schon vielen Stars geschrieben. Ich mag deine Sachen oder du inspirierst mich. Manchmal antworten sie, manchmal nicht. Die habe ich bei Facebook gemessaged und dann ging es gleich ab. Du kennst sie ursprünglich aus der Hip-Hop-Sendung, wurdest ein Fan und hast sie angeschrieben. Ja.
Es gäbe eine Menge Künstler, denen du schreiben könntest. Warum gerade ihr? Mir gefällt die Art, wie sie rappt. Ich finde sie einfach cool und talentiert. Ich bin ihr zuerst auf Facebook gefolgt und da schien sie sehr offen. Also dachte ich, sie antwortet mir bestimmt. Und seitdem schreiben wir uns ja auch. Hat sie viele Follower? Ja. Hast du dein Handy da und teilst mal den Bildschirm? Ihre Seite. Okay. Fast 20.000 Follower. Du hast sie zuerst angeschrieben und dann kam die Antwort über diese Seite? Ja. Habt ihr auch über andere Plattformen geschrieben? Nein, erst später. Es ging los über Facebook und dann haben wir uns direkt geschrieben. Jeden Tag. Sie war total nett und bodenständig. Es war angenehm. Hast du sie mal gefragt, ob ihr nicht telefonieren oder Videochatten könnt? Das habe ich einmal versucht, aber ohne Erfolg. Später schrieb sie dann, dass sie im Studio schwer beschäftigt wäre und mich zurückruft. Aber das hat sie nie. Und ich dachte, also, sie hat eben viel zu tun. Nimm's nicht persönlich. Sind die Nachrichten eher freundschaftlich? Worüber chattet ihr so? Einfach übers Leben und vor allem über Musik. Stehst du auf Mädchen? Nein. Dir ist bekannt, dass die gern Heteromädels angräbt. Das ist mir neu. Halt, stopp mal. Aber du kennst die Catfish-Folge mit ihr? Ich wusste, dass es die gibt. Hab's mir aber nie angesehen. Was? Warum nicht? Ich hatte irgendwie Angst. Ich will gar nicht wissen, was da los war. Dann kläre ich dich jetzt mal auf. Sie ließ die Mädels nicht nur chatmäßig glauben, sie wäre ein Kerl. Um den ganzen Fake wirklich realistisch zu machen, ging sie sogar so weit, sich heimlich ein Dildo umzuschnallen. So unter den Boxershorts. Nein. Und hatte Sex mit ihnen. Er ist aus Lammleder und fühlt sich voll echt an. Total wie menschliche Haut. Ich habe schon viele Ladies damit reingelegt. Oh nein. Keine Ahnung, ob sie noch so drauf ist oder ob es nur eine Phase war. Wir hatten den Eindruck, die ist echt ziemlich abgebrüht. Das überrascht mich jetzt schon. Wow. Also, du hast ihr geschrieben, dass du ein Fan bist, sie toll findest und darauf hat sie reagiert. Wie ging's weiter? Sie hat mich nach meiner Musik gefragt, woher ich komme. Und nachdem ich ihr was geschickt hatte, will sie jetzt was mit mir zusammen aufnehmen. In deiner Mail stand, du willst dafür nach Atlanta. Ja, um sie dort zu treffen. Sie meinte, sie stellt mich Leuten vor und wir könnten ins Studio gehen. Das klang super. Meine Musik liegt mir wirklich sehr am Herzen, aber Studiozeit ist teuer. In meine erste EP habe ich jeden Cent gesteckt, den ich hatte. Und nun dein letztes Geld, um wer weiß wen zu treffen? Ja. Damit gefährdest du dich vielleicht auch selbst. Ja. Das weiß ich. Und es klingt komisch, sich monatelang nur zu schreiben. Aber sie könnte meiner musikalischen Karriere echt auf die Sprünge helfen. Wirklich? Nicht seufzen. Allen Ernstes? Keine Seufzer. Hör mal, selbst wenn es nicht den geringsten Zweifel gäbe, dass sie es ist, seufze ich trotzdem. Mein letzter Eindruck von ihr war, dass sie nicht die verlässlichste Person ist, die hält, was sie verspricht. Aber das ist jetzt ewig her. Und ich möchte wirklich gern glauben, dass sie dir das nicht nur erzählt, weil sie dich heiß findet, weil du zu ihr nach Atlanta kommen sollst und sie sich dann... was umschnallt. Leute. Ich meine ja nur, ich habe sie so kennengelernt. Ja. Das Interessante ist ja, wenn es die Pimpins echte Facebook-Seite ist, wozu dann diese seltsame Heimlichtuerei? Warum nicht telefonieren oder Videochatten? Ist das vielleicht eine Catfish-Seite und du hast gar nicht mit der echten Dee Kontakt? Wenn du nicht mit Dee chattest, sondern mit irgendeinem Fremden, der dich vom Flughafen abholen und wer weiß wohin bringen will, könnte das sehr gefährlich werden. Ich will Sicherheit. Bevor ich jemanden treffe, muss ich dieser Person schon vertrauen. Gut. Auch wenn du deine Karriere vorantreiben möchtest, die eigene kreative Arbeit einfach so rumzuschicken, ist immer riskant. Absolut. Mein Freund ist in der Musikbranche. Die Leute bedienen sich ständig an fremden Sachen. Wenn du also deine Beats oder Texte oder überhaupt deine Ideen verschickst, könnte die jemand leicht als seine ausgeben. Das weiß man nie. Genau.
Mich könnte da sonst wer am Flughafen erwarten. Ich muss die Wahrheit wissen. Das Gute ist, es lässt sich leicht prüfen, ob du wirklich mit Dee Kontakt hast. Denn ich habe noch ihre Nummer von damals, als sie bei uns in der Sendung war. Wir könnten sie anrufen und viel Zeit sparen. Ja, geben wir Gas. Vielleicht die kürzeste Folge ever. Rufen wir an und finden's raus. Ich pack das noch nicht. Dee, richtig? Ich bin's. Leaf, was geht? Das Lachen kenne ich doch. Unglaublich, Dee Pimpin, du bist es wirklich. Dass wir uns noch mal hören. Hold on. Können wir zu Zoom wechseln? Ja, kein Ding. Super, ich schick dir den Link. Bis gleich. Okay, prima. Wahnsinn. Ich schwitze. Sie müsste sofort wissen, wer du bist. Falls nicht, wird sie es wollen. Ich glaub's nicht. Was geht ab? Hallo, Dee. Neve, hallo. Und auch hallo, Kaimi. Das hier ist Imari. Endlich sehen wir uns. Ja, endlich. Moment mal, du kennst sie? Hallo, Dee. Neve, hallo. Kaimi, freut mich sehr. Und auch hallo, Kaimi. Das hier ist Imari. Endlich sehen wir uns. Ja, endlich. Moment mal, du kennst sie? Warum sagst du endlich? Einfach so, ist doch hübsch. Ich wollte charmant sein. Ach so, verstehe. Aber wir müssen jetzt was Ernstes besprechen. Imari hier ist Singer-Songwriterin und ein Fan von dir. Sie hat mit jemandem über eine Facebook-Seite gechattet, die auf deinen Namen läuft. Später sind sie dann zu einer Text-App gewechselt und Imari überlegt jetzt sogar nach Atlanta zu fliegen, weil du gesagt hättest, du würdest gern mit ihr zusammen was aufnehmen. Tut mir leid, das war ich nicht. Seit Jahren versucht irgendwer, mit der Seite Geld von mir zu erpressen. Du kennst sie? Die wollten 5 Riesen für die Seite haben. Von wegen. Aber es nervt. Diese Facebook-Seite mit 19.000 Followern ist nicht deine. Die haben einfach meinen Namen verwendet. Er oder sie, wer auch immer das ist. Und ich kann meinen eigenen Namen nicht auf Facebook nutzen. Und Facebook nimmt wohl an, die Seite wäre echt, weil sie so viele Follower hat. Kann ich auch verstehen. Aber es ist nicht meine. Sag demjenigen bitte, ich will sie zurück. Jemand gibt also vor, er wäre du. Sieht so aus. Die Seite gibt es schon lange? Richtig lange. Hast du eine eigene Seite? Die haben meinen Namen geklaut. Da läuft bei Facebook nichts für mich. Du brauchst die Seite. Ja. Du hast die Fake-Seite damals ja kontaktiert und dann reagierte man mit der Ansage, Account gegen Lösegeld. So hat Tony mir das erzählt. Er war damals mein Manager. Jetzt nicht mehr. Gab es Streit? Ja. Er denkt, alles wäre cool und easy, aber ich traue ihm nicht mehr. Ob Tony wirklich mit jemandem gesprochen hat? Mein Reden. Vielleicht macht er die Seite. Oder er hat nur behauptet, dass jemand Kohle will, um sie dann selbst einzusacken. Hast du Tonys Nummer? Ich bin gespannt, ob es dieselbe ist, die du von Dee hast. 404. Nein. Gut. Das ist sie nicht, nein. Not the same one. Well. Das Rätsel ist viel größer, als wir dachten. Ich will's lösen. Klar. Nicht nur du. Wurdest du mal nach Geld gefragt? Nein, nie. Immer nur, wann ich komme und ob ich noch komme. Tut mir leid. Anscheinend kannst du ja nichts dafür. Habt ihr nie gefacetimed oder so? Ich hab's mal versucht, doch es ist niemand rangegangen. Ich wollte nichts erzwingen und dachte, ja, wir stehen in Kontakt. Bestimmt hast du viel zu tun im Studio. Ich wollte nicht stressen, aber einen Rückruf gab's nie. Ich kenne die Folge mit dir. Du hattest nichts Gutes im Sinn. Ja, ich weiß.
Vielleicht will sich einfach jemand für dein Verhalten damals rächen. Wann war dein letzter Kontakt mit der Seite? Schon Jahre her. Weil immer wieder die Lösegeldforderungen kamen, habe ich es aufgegeben. Wir müssen klären, wer das ist. Ich will meinen Namen zurück. Die gibt's nur einmal. Du rufst Tony an und wir recherchieren ein bisschen. Gemeinsam klären wir den Fall. Müssen wir. Vielen Dank. Sehr gern. Scheiße. Ja, schlimm genug, dass jemand deine Zeit verschwendet. Doch was will der Mensch? Offenbar, dass ich nach Atlanta fliege. Die Frage kommt immer wieder. Aber die Tatsache, dass da jemand so hartnäckig ist, schon von Anfang an, und du hast keinen Schimmer, wer dahinter steckt, das ist wirklich sehr riskant. Ja. Okay, keine Panik, Imari. Wir legen los und melden uns wieder. Super, ciao. Wow. Und? Du hast es selbst gesagt. Die ist berüchtigt für solche Aktionen. Sie könnte auch nur so tun, als würde sie Imari nicht kennen, weil sie mit dieser Facebook-Seite krumme Dinger dreht. Vielleicht wollte sie sich hier nur reinwaschen, war es in Wirklichkeit aber trotzdem. Zuzutrauen wäre es ihr. Wer auch immer es ist, dieser Mensch hat keine guten Absichten. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Dieser Fall ist anders, weil wir schon wissen, dass Imari nicht mit der echten Deep Pimpin Kontakt hat. Angeblich. Ja. Also, ich will die ja nicht vorschnell verurteilen. Es ist auch möglich, dass sie hier nur Opfer ist, aber ihr schlechter Ruf eilt ihr voraus. Warte. Eine Nachricht von Dee. Habe versucht, Tony zu erreichen. Ich weiß nicht, ob er mit euch redet. Hier sind Nummer und Facebook-Profil. Wir könnten also Dees früheren Manager kontaktieren. Und Imari hat uns Telefonnummer und Facebook-Seite von ihrer angeblichen Die Pimpin geschickt. Ich suche zunächst mal Infos zu der Nummer, über die Imari mit Die Pimpin gechattet hat. Das ist die Nummer der falschen Dee. Die kopiere ich hier rein. Mal sehen, was da rauskommt. Eric Johnson. George, Atlanta. Da gibt es sicher zig Eric Johnsons. Stimmt. Alright. Okay, dann sehen wir uns jetzt mal das Facebook-Profil an. Das ist die Seite, über die Imari Kontakt aufgenommen hat. Die gibt es schon lange. In den letzten 7 Jahren waren viele auf dieser Seite und dachten, sie sei echt. Ich mag deine Musik, bitte adde mich. Auf der Seite ist richtig viel los. Eine Möglichkeit ist ja, dass jemand anders diese Seite seit 7 Jahren betreibt. Könnte es dies Manager von damals sein? Tony, ja. Vielleicht meinte Tony, er hätte nicht das bekommen, was ihm zusteht. Und das ist seine Rache. Ich schreibe ihm. Hallo Tony, hier ist Neve von Catfish. Ich habe deine Nummer von Die Pimpin und hoffe, du kannst uns helfen. Ruf mal an. Danke. Das wäre erledigt. Sehen wir uns die angebliche Dee-Seite noch mal genauer an. Zum Beispiel die Bilder. Dafür gab es damals viele Likes und Kommentare. Stimmt. Die Seite wirkt ziemlich echt. Oh ja. Ich würde auch denken, es ist ihre. Sieh mal, der Link zu dem Track Catfish mit Kesey zusammen. Wer ist das? Dann wird da noch ein Jay Lenz erwähnt. Wer ist das? Da steht nicht viel. Es gibt auch Videos. Klick mal das erste. Kein Witz. Die Pimpin klingt hier fast wie der junge Bow Wow. Und jetzt das andere Stück mit Kesey und Jay Lenz. Catfish. Das ist sie nicht. Irgendwie nicht. Wer ist das? Kein bisschen. Sehr seltsam. Die Fake Die Pimpin-Seite postet Fake Die Pimpin-Musik. Ja. Hier wird Musik beworben, die sicher mit dem zu tun hat, der hinter der Seite steckt. Die beiden posten Tracks mit Die Pimpin, obwohl die gar nicht mitwirkt. Vielleicht benutzt dieser Kesey Dees Namen, um seine Musik zu promoten.
Oder die Napfbirne hinter dieser Fake-Seite hat nicht gecheckt, dass die Tracks nicht von die sind. Jemand hat sie irgendwo gefunden, um als Rapperin die Pimpe natürlich auch Musik zu teilen, damit das Ganze echter wirkt. Aber keinen Schimmer gehabt, wie sich die überhaupt anhört. Fragen wir die nach den beiden. Jemand aus Georgia ruft an. Hello? Hier ist Tony, Neef, ja? Hey, Tony. Wir helfen hier gerade jemandem, der angeblich mit Dee Pimpin befreundet ist. Die echte Dee hat uns erzählt, dass du damals als ihr Manager Kontakt mit jemandem hattest, der ein Fake Dee Pimpin Facebook-Profil betreibt. Erinnerst du dich? Ja. Irgendwer hatte ihre Booking-Mail gehackt. Ich habe die Person dann über diese Adresse angeschrieben, um sie zu überreden, uns den Zugang zurückzugeben. Aber man wollte Geld dafür haben. Und nachdem das mit uns nicht geklappt hat, habe ich diese Fake-Seite von Dee bei Facebook entdeckt. Ich dachte gleich, das ist ein und dieselbe Person. Okay. Sagt dir Keezy oder Jay Lenz was? Nein. Okay. Danke für deine Hilfe. Kein Ding, immer gerne. Gut, danke. Na klar. Also, wir wissen, dass kurz nach Dee's Catfish-Auftritt ihr Booking-Mail-Account gehackt wurde und man dafür Lösegeld von Tony wollte. Wenn wir ihm glauben. Stimmt. Und auch wenn er ehrlich war, es ist unklar, ob dieselbe Person dann die Fake-Seite gemacht hat. Was es noch schwieriger macht, Dee Pimpin hatte zu der Zeit echt viele Feinde. Das heißt, es könnte also im Prinzip jeder sein. So let's get Imari back in here. Holen wir erst Imari dazu und dann Dee. Wir erklären alles und entscheiden gemeinsam, was wir als nächstes tun. Wir arbeiten jetzt zusammen. Wir sind nicht nur zu zweit. Teamwork. Hi. Hey. Imari. Wir holen gleich noch Dee dazu und bringen euch auf den neuesten Stand. Vorher wollten wir aber erst allein mit dir reden. Auch wenn Dee sehr offen und ehrlich schien, als sie meinte, sie würde dich nicht kennen, kam uns der Gedanke, sie könnte vielleicht doch dahinter oder zumindest mit drin stecken. Was sagt dein Bauchgefühl? Hat Dee mit der Sache zu tun? Keine Ahnung. Die ganze Geschichte, dass sie ihre Seite nicht wieder zurückbekommt und irgendwelche Leute ihr Geldforderungen schicken. Ich glaub ihr das. Ich will ihr nichts unterstellen, aber es lässt sich nicht ausschließen. Sie war früher schon unehrlich. Wir sollten misstrauisch bleiben. Ich hol Dee dazu. Ihr habt recht. Gerade wenn man Karriere im Musikbusiness machen will. Die Leute versuchen ständig einen zu betrügen. Stimmt. Ich hole Dee rein und dann besprechen wir, wohin unsere Vermutungen gehen. Hey. Hallo Dee. Okay, so here's what we've been doing. Unsere Recherche hat Folgendes ergeben. Wir haben die Nummer gecheckt, Dee Imari uns gegeben hat und Dee zu einem Eric Johnson führt. Aber den Namen gibt es zu oft, das bringt uns nicht weiter. Dann haben wir das gefakte Dee Pimpin-Profil aufgemacht. Wir haben uns die Seite genauer angesehen und sind dabei auf einen Link gestoßen zu einem Dee Pimpin-Track auf YouTube. Bei diesem Musikvideo sollen auch zwei andere Künstler mitgewirkt haben, nämlich Jay Lenz und Keezy. Da drin soll ein Part von dir sein. Es klingt aber nicht nach dir. Ist das deine Stimme? Kennst du die Jungs? Noch nie von denen gehört. Warum sollte eine Fake Dee Pimpin-Seite Fake Dee Pimpin Musik posten? Ich denke, es gibt nur zwei mögliche Gründe. Entweder ist die Person so dumm, dass ihr gar nicht auffiel, dass Dee da nicht rappt und der Post soll die Seite nur authentischer wirken lassen. Oder wer immer hinter der Fake-Seite steckt, ist selbst einer dieser Künstler oder kennt sie. Und man hat sich gedacht, wenn man vorgibt, du zu sein oder Musik mit dir zu machen, bringt das viele Fans, Follower und Klicks und damit vielleicht Geld ein. Die Jungs hängen damit drin. Aber du hast dir auch Feinde gemacht. Viele Leute sind hinter dir her und das geht schon seit Jahren so. Echt? Kann schon sein. Wenn diese Person sich an dir rächen will, warum zieht sie Imari damit hinein? Gute Frage. Und Imari hat sich mit dieser Person wirklich angefreundet. Und dieser Mensch hat sie ernsthaft unterstützt. Und zwar mit ganzer Kraft, bei allem. Dieser Mensch ist also nicht nur schlecht. Dee.
Bist du es? Ach, hör doch auf mit dem Scheiß. Ehrlich? Absolut. Weil du es nicht bist. Okay. Was machen wir jetzt? Wir könnten einfach anrufen. Imari, du hast das schon versucht? Ja, es klingelte, dann ging die Mailbox an. Aber deine Nummer ist bekannt, unsere nicht. Ich rufe an, okay? Uns hört man ja nicht nur dich. Ihr könnt mir also was sagen. Ich höre euch ja über die Kopfhörer. Das kriegt sonst niemand mit. Frage ich jetzt nach. Hallo? Hey. Hallo, wie geht's? Frage ich jetzt nach. Hallo? Hey. Wie geht's? Gut, und dir? I'm good. Oh, mir geht's ganz gut. Ich bin Neve von der Sendung Catfish. Kennst du die? Catfish? Do you know about that show? Oh. Schade. Motherfucker. Frech. Eiskalt. Das war kein Eric Johnson, aber auch kein Kesey oder Jay Lance. Aber wer dann? Eine junge Frau. Denke ich auch. Nicht mal die Stimme verstellt. Ich schicke ihr einfach mal ein Bild von uns allen. Gut. Dies Gesicht. Mach dich nur lustig, Kami. Wir sind von der Sendung Catfish und würden gern mit dir reden. Wir wissen, dass du nicht die echte Die Pimpin bist. Imari interessiert, wer du bist und die, warum du dich als sie ausgibst. Bitte melde dich. Danke. Ja, schaff Klarheit. Zumindest wissen wir, dass es nicht die ist. Nope. Wer auch immer diese Frau war, sie hat jetzt meine Nummer und unsere Nachricht. Wir warten ab und sehen uns morgen. Okay. Ciao. Bis dann. Okay. Handy checken. Eine Nachricht von unserem Catfish. Das muss ich sofort Kami erzählen. Mal sehen, ob sie schon online ist. Angebissen. Da bist du ja endlich. Achtung, ich habe ein Update. Als Antwort auf meine Nachricht an die falsche Dee kam das hier. Auf dem Bild ist ja auch Dee. Ist sie sauer? Was hat sie jetzt vor? Lass uns zoomen und frag sie selbst. Verständlich, dass sie denkt, Dee könnte verärgert sein. Was erwartet sie? Wovor hat sie Angst? Einer virtuellen Kopfnuss? Und wenn Dee den Menschen kennt? Es könnte eines der Mädels sein, die von Dee getäuscht wurden. Ich antworte ihr. Hallo, danke, dass du dich meldest. Ja, haha, Dee ist in dem Screenshot zu sehen, aber mach dir keinen Kopf. Sie wirkt wütender, als sie ist. Natürlich ist Imari ein bisschen verletzt, weil du sie belogen hast. Aber wir würden alle sehr gern deine Sicht auf das Ganze hören. Und ab. Ich finde, wir sollten nach Imari sehen. Sie wirkte gestern ziemlich enttäuscht. Sie schreiben sich immerhin täglich. Das ist schon irgendwie eine Freundschaft, wenn man sich so oft schreibt. Komm zu uns auf Zoom. Hallo! Was steht da? Du wirst, woran du glaubst. Oh ja. Und was glaubst du? Gestern ging es mir besser mit der Situation, weil ich Dee kennengelernt habe und sie voll nett ist. Aber heute Morgen war schlimm. Ich will einfach nur wissen, wer diese Person ist. Ich habe ihr vertraut und schicke nicht jedem meine Musik. Sie hat mir Mut gemacht und das erlebe ich nicht oft in meinem Umfeld. Und das wirft die Frage auf, was eigentlich ihre Motive sind. Warum will diese Person Musik von dir? Soll das ihre Story glaubwürdiger machen oder hat sie irgendwas Krummes damit vor? So viele offene Fragen. Eine Spur haben wir. Soll ich Dee dazu holen, damit sie Bescheid weiß? Klar, zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gibt Neuigkeiten. Hey Dee!
Hey Leute, da seid ihr ja alle. Hoffentlich gibt's gute Nachrichten. Mehr eine kleine Meldung. Was auch immer. Jetzt, wo ihr beide hier seid, ich habe eine Antwort erhalten auf das Bild von uns und meine lange Nachricht dazu. Sie schreibt hier, auf dem Bild ist ja auch Dee. Ist sie sauer? Was hat sie jetzt vor? Von heute? Kam vor 20 Minuten. Und was hat sie jetzt vor? Ist doch klar, sie verpasst eine virtuelle Kopfnuss. Und wie, ohne Scheiß. Der Person scheint es wichtig zu sein, wie es dir geht und was du denkst. Vielleicht ist es kein völlig Fremder, oder? Guter Punkt. Ist es jemand aus meinem Umfeld, weiß ich nicht, wie ich reagiere. Ich wäre stinksauer. Stinksauer! Ich auch. Aber erst muss ich wissen, wer und warum. Dann weiß ich, ob ich überhaupt richtig sauer sein kann. Hier, wenn das meine Chance ist, Imari zu sehen, will ich sie nicht verpassen. Interessant. Was ist mit Dee und der Chance, sich zu entschuldigen? Genau. Bleiben wir bei Imari. Die scheint für die Person Priorität zu haben. Und ich nicht? Ja, auf jeden Fall. Deine beste und letzte Chance. Offensichtlich liegt dir viel an ihr und mittlerweile steht ihr euch sehr nah. Ja, das ist super. Na dann. Klingt gut für mich. Und es ging bei euch nie um mehr als Freundschaft? Nein. Wow. Moment. Sie fragt, wie machen wir das? Ich werde dir den Zoom-Link schicken. Also eine Frau? Keine Ahnung. So. Warten wir ab. Na los. Bitte niemand, der mir nahe steht. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben ja mit Tony gesprochen, bevor wir diese Person kontaktiert haben. Vielleicht ist ja Tonys Tochter oder seine Freundin rangegangen. Schließlich kennt er ja unsere Nummer. Bei dem weiß man nie. Ich werde ihr den Zoom-Link schicken. So. Bitte niemand, der mir nahe steht. Hallo. Hey. Hallo und willkommen. Hier steht nur ein K. Wie sollen wir dich nennen? Keezy. Das ist mein Name. Keezy. Keezy, the fake. Du bist das. Du hast bei dem Track mitgewirkt, der auf Facebook gepostet wurde? Vielleicht erzählst du uns deine Sicht auf die Dinge und warum wir hier gelandet sind. Klar. Als Dee vor 7 Jahren in eurer Sendung meinte, sie sei Rapperin, ist mir aufgefallen, dass sie gar keine Social-Media-Profile hatte. Das war natürlich super. Ich habe auf allen Plattformen Seiten erstellt, bestimmt an die 100. Irre. Wow. Viele Leute haben mich angeschrieben, weil sie Dee mochten. Ich meinte dann immer, danke, bla bla. Hör mal bei meinem Kumpel rein und schickte Links zu meinen Tracks raus. Das? Zuerst habe ich alles nicht so ernst genommen, nur Sachen gepostet. Dann haben Jay Lance und ich mit eigenen Tracks angefangen. Er nahm seinen Teil auf, ich meinen und einen dritten, den ich bearbeitet habe, damit das wie eine Frau klingt. Dees Stimme in dem Track ist deine? Ja. Yeah. Scheiße. Dann wurde es immer abgefahrener. Wir haben überall Flyer verteilt und erzählt, dass wir mit Dee Pimpin in Myrtle Beach in einem Club auftreten. Begleitet von einem Filmteam von MTV. Ich weiß. Wir hatten auch wirklich einen Kameramann mit MTV-Logo auf seinem Shirt, auf dem hinten auch noch Filmcrew stand. Er hatte Profi-Equipment und folgte uns überall hin, sodass die Leute aufmerksam wurden. Wir sagten einfach, Dee wäre krank und läge im Hotel. Ist nicht wahr. Hat das Kontakte ergeben? Ja, ich wollte den Fame. Hast du jetzt eigene Follower? Das war der Turbo, den ich gebraucht habe, was Business und Fans betrifft. Hey! Kam dir nie die Idee, die echte Dee zu kontaktieren? Um ehrlich zu sein, das erschien mir nicht nötig. Wie nett. Ich habe doch ihre Seiten betrieben. Das ist mein Name, Mann. Es geht mir nicht um die Seite. Ich will meinen Namen wieder haben. Ich kann keine andere Seite auf Facebook erstellen. Die denken, deine wäre echt, wegen der vielen Follower. Mir sind so viele Chancen entgangen, weil die Leute mich nicht finden und auf deiner Fake-Seite landen. Die Chance konnte ich mir doch nicht entgehen lassen.
und die ist einfach dazwischen geraten. Das Internet ist ein riesiger Spielplatz. Man muss im richtigen Moment zugreifen und was für sich draus machen. Klar. Aber was ist das mit Imari? Du hast sie aufgefordert, nach Atlanta zu kommen für eine mögliche Zusammenarbeit. Ich wollte sie wirklich treffen. Wie hättest du ihr das alles erklärt? Wie es sich ergeben hätte. Aber ich wollte es ihr persönlich sagen. Du bist ein erwachsener Mann. Ja. Das hätte sie möglicherweise in eine äußerst unangenehme Situation gebracht. Stimmt. Wie viele Imaris gibt es? Keine weiteren. Sie ist absolut authentisch, total leidenschaftlich bei der Sache und macht daraus auch noch echt gute Musik. Ich habe nur mit ihr solche Chats gehabt. Du wolltest also nur mit mir was aufnehmen? Ja, aber nicht nur einen Track. Mit Video und allem, das ganze Paket. Ich denke, es ging hier nicht nur um eine Zusammenarbeit. Ich schätze, dir gefiel, wer der schrieb. Hast du ihr deshalb geantwortet? Das hast du gesagt. Hast du was zu sagen? Ja, es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei euch. Ernsthaft? Ja, denn ich möchte wirklich mit dir arbeiten. Sonst hätte ich nicht weitergeschrieben. Und wir haben ja auch eine Freundschaft aufgebaut. Ich kann nichts erzwingen bei dem Eindruck, den du jetzt von mir haben musst. Aber ich wollte wirklich einen Track mit dir aufnehmen und überhaupt zusammenarbeiten. Es ging dir nur um den Fame. Und das auch heute noch, durch den Auftritt hier. Bei der Die Pimpin-Seite ging es immer nur um Reichweite, nie darum, Leute zu manipulieren. Geht es jetzt um die Wahrheit oder wieder nur um Reichweite? Jetzt will ich das Richtige tun, weil ich weiß, dass das falsch war. Aber wie gesagt, ich musste meine Chance ergreifen. Und würde ich in der Zeit zurückreisen, würde ich es wahrscheinlich wieder so machen. Und die Stimme am Telefon? War das auch deine? Das war meine Stylistin. Das ist meine Geschäftsnummer und sie war gerade da. Ich fühle mich benutzt. Es wäre an der Zeit, dass du dein Fame mal etwas teilst. Wenn man uns mit Dee so als Dreieck sieht, dann reich doch mal weiter. Gib mir was von deinem Fame ab. Gute Idee. Wie wär's? Sie hat recht. Ich meine, du hast jetzt viele Follower und könntest die Leute auf Dees echte Musik und Imaris Musik aufmerksam machen. Das wäre das Mindeste. Was immer ihr möchtet. Du bist doch nicht so verkehrt, ich wusste es. Ja, mach. Und ihr werdet mich nicht hängen lassen. Oh nein, so läuft das nicht. Ganz genau. Du hast eine Studio-Connection? Er kann noch Videos machen, ich habe welche von ihm. Ich bin für alles offen. Wiedergutmachung. Super Idee. Ja. Viele Leute sagen ja, tu alles, was nötig ist, um erfolgreich zu sein und bekannt zu werden. Aber man muss dabei bedenken, dass es gute und schlechte Wege gibt. Für mich und die haben deine Aktion ziemlichen Stress gebracht. Nicht gut. Ich weiß. Die Geschichte hat ja doch noch ein ganz gutes Ende, finde ich. Und es ist klar, dass die Facebook-Seite Dee verwalten sollte, damit sie damit machen kann, was sie möchte. Sie würde dir viel bringen. Ich will sie haben. Und du solltest deine Tracks im Netz löschen, an denen Dee angeblich mitgewirkt hat. Jetzt weiß Imari endlich, mit wem sie gechattet hat. Und du löst hoffentlich dein Versprechen ein und gibst ihr ein bisschen Starthilfe. Bei jedem Schritt. Gut. Und Dee bekommt endlich ihre Facebook-Seite und kann Leute auf ihren Insta-Account verweisen oder ihre Seite sonst wie für sich selbst nutzen. Vielleicht hilft Kizzy dir sogar dabei. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Schön. Ich hoffe, du wirst nicht mehr bei jeder guten Gelegenheit gleich zuschnappen. Dafür gibt's keinen Grund mehr. Das hat Dee nämlich gar nicht gefallen. Kein Stück. Danke. Ich danke euch. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute. War schön, euch wiederzusehen. Ciao. Macht's gut. Zwei Wochen später ist Imari wie geplant nach Atlanta geflogen. Dort hat sie sich mit Kizzy und Dee in einem Studio getroffen, das Kizzy gemietet hat. Kizzy hat Tracks mit ihnen aufgenommen und sie planen eine weitere Zusammenarbeit. Dee freut sich über ihre Facebook-Seite mit den vielen neuen Followern.